lässig, wie sie da auf der Fritteuse hängt. Ich hänge mal so an der Fritteuse rum. Servus ihr Lieben, willkommen zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge. Heute habe ich eine Kooperation mit dem Philips Airfryer am Start. Das gute Stück seht ihr hier auch schon. Und ich weiß, ich muss alles, was ich mache, hier drin machen. 10 Zutaten, die ich noch nicht kenne, sind hier drin. Und die schauen wir uns mal gemeinsam an. Let's do it. Das war Magic, oder? Ich könnte Zauberer werden, zumindest Zaubererassistentin. Wir haben, sieht aus wie Chili con Carne, riecht wie Chili con Carne. Ich glaube, es ist Chili con Carne. Jalapenos, ich liebe Jalapenos. Das Lustige ist, je älter ich werde, desto mehr stehe ich einfach auf scharfes Essen. Vielleicht ist es einfach, dass meine Geschmacksknospen langsam einfach mehr absterben. Ich weiß es nicht, aber ich kann scharfes Essen mittlerweile einfach viel mehr leiden. Ich liebe das, deswegen Jalapenos, nice. Knoblauch, ist das nicht so ein asiatischer Knoblauch? Ich finde, der riecht richtig gut. Meersalz, Limetten. Mmh. Ich muss immer an allem riechen, Mann. Okay. Cheddar. Pommes. Ah, okay, TK-Pommes, ja. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen könnte. Petersilie. Avocado. Und Öl. Okay, also die besondere Herausforderung heute ist, dass ich den Philips Airfryer noch nicht benutzt habe. Allerdings ist die Handhabung scheinbar ganz einfach. Von daher traue ich mir das schon zu. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann im Airfryer nicht nur frittieren, sondern zum Beispiel auch grillen, garen oder backen. Leute, überlegt es mal alles in einem Gerät. Da bin ich jetzt gespannt. Ich würde mal sagen, die Pommes frittiere ich. Aber ich starte nicht mit den Pommes. Ich werde erst mal grillen, weil ich will das mal austesten, wie das ist. Also für mich läuft es irgendwie auf Chili Cheese Fries raus. Habe ich noch nie gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe Fries, ich habe Käse, ich habe Chili und Jalapenos. Das sind Chili Cheese Fries. Ich glaube, Avocado und Knoblauch könnte ich erst mal grillen. Das mache ich jetzt mal als erstes. Okay, dann erst mal das Gerät anmachen. So, dann hole ich erstmal das Frittierblech hier raus. Dann lege ich das Grillblech dafür rein. So, dann gehe ich zu. Okay. Und jetzt halte ich das auf 180 Grad vor. So, jetzt halbiere ich die Avocado einmal. Den Kern hole ich immer raus mit einem kleinen Trick. Messer reinstechen und Kern rausdrehen. Und so lege ich die Hälften jetzt gleich auf das Grillblech und grille sie dann. Schauen wir mal, was draus wird. Und den Knoblauch, den schneide ich einfach in der Mitte einmal durch, parallel zur Knolle. Dann bestreiche ich den auch mit ein bisschen Öl und der kommt dann auch aufs Grillblech. Mmh, lecker. Und auch die Avocado bekommt ein bisschen Öl. Ein kleines Ölbad kann nie schaden. Der Airfryer hat schon gepiepst, er ist vorgeheizt. So, dann mache ich auf. Und auf das Blech lege ich das einfach alles drauf. Und dann grille ich das da für 10 Minuten ungefähr, würde ich sagen. Ja. Dann time ich es auf 10 Minuten. Perfekt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das gleich schmeckt. Ich mache jetzt gleich, wenn das fertig ist, die Pommes da drin. Ich muss sagen, ich bin schon angetan, weil das war innerhalb von wenigen Minuten auf 180 Grad erhitzt. Das ist schon mal gut. Schmecken muss es natürlich auch. Ich freue mich jetzt schon voll drauf, weil ich war ja jetzt gerade erst vor kurzem wieder in den USA und ich habe noch nie Chili Cheese Fries gegessen, aber das verbinde ich total mit den USA. Ich finde, das sieht mega geil aus und es hat alles, was ich liebe. Käse, Fleisch, Kartoffeln, also Pommes, Chili, es hat Karne, habe ich schon gesagt, ne? Fertig! Wuhu! So, oh, geil. Knoblauch kriegt einfach so ein Hammer-Aroma, wenn er gegrillt wird. Die Avocado sieht auch schon gut aus. Okay, was ich damit mache, überlege ich mir gleich. Ich hole es mal raus. Bevor ich mich dem hier widme, gebe ich jetzt erstmal noch die Pommes da rein. Und das Coole bei der Methode ist, dass es eben über Heißluft funktioniert und dadurch hat es 80% weniger Fett. Das finde ich schon ganz geil. So, ich habe mir überlegt, mit der Avocado mache ich einfach eine Guacamole. Und da hole ich erstmal mit der Gabel das Fleisch aus der Schale. Das ist Hot Hot Baby. Und dann zerdrücke ich das. Das geht jetzt ganz easy. Vom Knoblauch gebe ich auch was dazu und zerdrücke den auch mit rein. Mmh, yummy. Voll geil. Vor allem, wie gut es sich zerdrücken lässt, ist dann schon genial. Dann habe ich ja noch meine Limette. Ich schneide die einmal in der Hälfte durch und dann presse ich mir eine Hälfte rein. Mmh, lecker. Von der Petersilie nehme ich mir auch einen Bund und hacke die klein, gebe die auch zu der Guacamole. Ganz nach dem Gefühl. Und dann gebe ich noch die Petersilie zu der Guacamole. So, was habe ich jetzt noch? Einen Schuss Öl dazu? Auf jeden Fall noch Salz. Ich muss das jetzt schon mal probieren. Mm. Das ist schon so mega aromatisch. Vor allen Dingen durch diesen gegrillten Knoblauch. Das wird gleich richtig geil. Die Pommes sind gleich fertig. Noch 6 Minuten. Ich habe noch den Käse und Chili Cheese Fries. Da muss der Käse, glaube ich, schmelzen. Und ich kann ja auch backen da drin. Also werde ich gleich alles einmal backen. So, die Pommes sind fertig. Jetzt will ich alles einmal backen. Und dazu gebe ich die Pommes auf das Backblech. Boah, krass. Die sind ja schon mal ziemlich perfekt. Den außen wirklich kross und knusprig und innen ganz zart. Jetzt gebe ich das Chili con Carne da erstmal drüber. Ich glaube, das muss so in die Mitte. Dann gebe ich den Käse drüber und dann gebe ich es nochmal für 5 Minuten zum Backen in den Airfryer.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Jalapenos da auch schon raufgebe. Ich glaube aber, es ist besser, wenn ich sie nachher einfach zum Schluss draufgebe, wenn es fertig gebacken ist. Deswegen gebe ich jetzt einfach hier den Käse mal drüber. Oh, geil. Oh Leute, es kann nie genug Käse sein. Es kann nie genug Käse sein, ich sag's euch. Dann salze ich noch mal ein bisschen. Und jetzt backe ich das Ganze bei 180 Grad für 5 Minuten. So, einmal rein, einmal an. Dann gehe ich auf 180 Grad runter und stelle mir 5 Minuten ein. Es ist fertig. Oh, geil. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen mit dem Käse übertrieben. Aber es ist geil, Leute. Ich probiere, aber es heißt, es ist so heiß. Mmh. Oh, das ist richtig gut. Oh, ich bin im Himmel. Es wärmt so schön von innen und es macht einfach glücklich. Ey, wenn Essen glücklich macht, dann muss man da auch gar nicht viel dazu sagen. Schmeckt einfach geil. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Solltet ihr unbedingt nachmachen. Falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf den Philips Airfryer, ich habe euch einen Link mit noch mehr Informationen in die Infobox gepackt. Und hier könnt ihr euch zwischen einem dieser Videos entscheiden. Ihr könnt sogar auf beide klicken. Und hier könnt ihr mir noch schnell ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Das würde mich auch sehr freuen. Bussi, baba!